Ich bin die Eda Theresa, bin 21 Jahre und komme aus Rauris, aus dem schönen Pinzgau. Ich bin die Eva Brünnlinger, bin 23 Jahre alt, komme aus Saalfelden, das ist im Pinzgau. Gegen 8 Konkurrentinnen und gesamt über 100 Bewerberinnen können sich die beiden beim Finale der Miss Salzburg-Wahl durchsetzen. In 3 Durchgängen haben sie vor der illustren Jury die beste Performance abgeliefert. Miss Austria-Eigentümer Jörg Rigger, die amtierende Miss Austria Celine Schrenk oder Modelagent Mario Soldo wissen genau, was eine Miss mitbringen muss. Es reicht nicht allein nur schön zu sein, ja? Weil Schönheit ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ja? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass eine Miss antreten kann und ein Gesamtpaket liefert. Das heißt, Schönheit, Intelligenz und natürlich Eleganz im Gehen. Die Jury hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Also prinzipiell muss man sagen, dass dieses Jahr alle 10 Kandidatinnen eigentlich sehr stark war, aber die 2 haben so dieses besondere Etwas gehabt, das kann man auch eigentlich gar nicht beschreiben, aber die sind reingekommen und haben mit ihrer Ausstrahlung eigentlich überzeugt, gleich von Anfang an. Für die Siegerinnen gibt es auch gleich einen ersten Einblick ins Leben als Miss. Gleich nach der Krönung geht es ab in die Maske. Mit Fotograf Alex List haben die neue Miss Salzburg und ihre Vize ihr erstes Fotoshooting. Doch das war erst der Anfang. In der Miss Austria Akademie wartet viel Arbeit auf die beiden. Da stehen ganz viele Fotoshootings am Tagesprogramm, Sport, Ernährung, ganz viele Coachings. Wie style ich mich, wie bewege ich mich, sehr viel Catwalk-Training. Das ist mal das eine, dann werden wir eine große Shootingreise im Sommer machen mit allen Kandidatinnen, mit allen 20. Und dann im September wird die große Miss Austria-Wahl stattfinden, auf die wir schon sehr gespannt sind. Und ich glaube, Salzburg hat gute Chancen. Das erste Shooting bereits gemeistert, müssen die jungen Pinzgauerinnen das Erlebte erst einmal verarbeiten. Es ist natürlich ein wunderschönes Gefühl und dann noch mit der Vize, Miss Salzburg, eine gute Freundin von mir, das ist natürlich perfekt. Ja, also es war unbeschreiblich, ich habe es nicht realisieren können, also ich bin überglücklich, dass ich Vize Miss Salzburg sein darf und ja, ich freue mich auf diese Herausforderung. Liesel Goldarbeiter hat es 1929 übrigens auch zur ersten nicht-amerikanischen Miss Universe gebracht. Auf Eva und Theresa wartet zunächst aber die Miss Austria-Wahl im September.